Damit willkommen zurück, liebe Leute der guten Unterhaltung. Wir sind hier zurück bei Dragon Quest 11. Ich habe jetzt nochmal geguckt wegen den ganzen Levelabschnitten und so weiter und bis wohin sollte ich leveln und was weiß ich nicht alles. Und ich habe verschiedenste Aussagen da jetzt von euch gefunden im privaten Chat, in den Kommentaren. In allen habe ich halt irgendwo was gefunden. Und schlussendlich könnte man sagen, 48 ist ein guter Anfang. 49 ist ein etwas besserer Anfang. Und 50 wäre ideal. So kann man das Ganze vielleicht beschreiben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ey komm, lieber Tro, du machst jetzt hier auf Stufe 50 hoch. Und dann hat sich das Ding. Der haut wirklich gut rein, der Typ. Ja, aber ich möchte dann halt doch sagen, gut, wir machen 49. Das sollte, denke ich mal, ein guter Kompromiss sein. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber dafür brauchen wir natürlich auch einen Metallschleim. Und den muss man erstmal finden. Und so finden wir keine. Und gegebenenfalls müssen wir hier sogar ein bisschen anders leveln. Oh, das ist aber gut. This is good. Schwertzyklon. Feenfreund, was ist das denn? Wow, wenn ich das jetzt mache, haben wir eine Dreier-Kombi. Wow. Also das ist mal ein geiler Buff. Der ist Hammer. Also wenn ich da mal alle drei wirklich hätte, dann würde ich alle drei wirklich das dafür opfern für Feenfreunde. Das ist jetzt mal... Wow. Ja, da würde ich sagen, der hat gesessen. Also das ist wirklich eine der geilsten Techniken von allen. Brütenöl. Ach man. Ärgerlich ist, dass man diese Sachen nicht mit in die nächste Runde nehmen kann. Dass man wieder rein theoretisch bei Null anfängt. Aber das ist halb so schlimm. Also Krötenöl bekommen wir jetzt hier massig. Oh. Das kam überraschend. Boah, ist das nicht vorher gehört, dass der aufgestanden ist? Mag sein, dass ich es vielleicht gehört habe, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe es gekonnt ignoriert. Warum ich das jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Komm mit auch. Komm. Komm, machen wir erstmal den weg. Jetzt den Zombie-Drachen. Und tschüss. Seid doch. Also ja, man kann hier wirklich relativ gut leveln. Muss ich ja mal jetzt
positiv hervorheben. Wenn jetzt noch ein Metallschleim da wäre, wäre es natürlich noch bei weitem angenehmer. Aber ich glaube, genau das ist es halt, was es ausmacht hier. Na komm, das Truppel. Ach, da wird's. Das Truppel zuerst loslegen. Komm, bitte. Ach, dann machen wir es halt mit ihr. Machen wir mit ihr einen Krach und dann hat sich das. Einmal einen Krach loswerden. Oh. Ein Echo. Ernsthaft, die zwei leben noch? Wie habt ihr das denn jetzt gemacht? Also ich finde das Echo wirklich, wirklich, wirklich gut. Es müsste öfters trocken, für meinen Geschmack natürlich, aber... oh. Dann haben wir wieder welche mit Level Up. Aber ja, dann ist das halt so. Oh. Eine Gruppe Todesprinzen. Nun gut, dann. Und Umschlag. Au. Au, 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 au. Hackschraube. Wie wunderschön. Ein Todesprinzen sterben. So klingt das jedenfalls von Serena. Selina. Ich krieg's irgendwie auch nicht so wirklich auf den Krappel. Serena, sag ich doch. Hab ich doch von Anfang an gesagt. Die hat mich voll aus dem Konzept gebracht, ey. Mann. Ja gut, komm, Hackschraube. Und dann haben die sich auch erstmal erledigt. Dann kümmern wir uns um diesen anderen Typen da kümmern, der jetzt aufgetaucht ist. Bring das Ring, komm. Wow. Der haut rein. Das muss ich definitiv mal loswerden. Der ist böse. 49. Ah, stopp, da wollte ich hin. Hafenspiel, genau. Hymnen des Lichts. Heilige Hymnen. Ob ich das jetzt noch mache, habe ich das auch schon wieder voll. Das heißt, die nächste Etappe ist dann die 5er. Die 40. Kann ich hier noch irgendwas erhöhen? Angriffskraft mit Peitschen aufs Ohr. Ich habe halt keine Peitsche. Elan brauche ich jetzt auch nicht. Das höchstens mit Speere. Das ist, ja. Toll, tierischer Hieb und dann war es das auch. Jetzt habe ich die Punkte nicht verteilt, ne? Ja, machen wir es so, komm. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Mann, schon wieder kein Metallschleim. So wird das doch nichts, Tro. So wird das doch nichts. Ah, da ist schon wieder. Ich habe was Wichtiges vergessen. Au, 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 au. Da habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Dann mache ich das schnell hier zu Ende. Ich gehe mal zu sehr auf Nummer sicher, beziehungsweise bin immer sehr vorschnell, was das Ganze anscheinend angeht. Verschiedenes geschickte Gruppenheilung, danke. Wow. Okay. Ah, ist schon wieder da. Ist der nächste da. Wunderbar. Ach, seid nur ihr zwei. Meine Tropfköpfe. Fangen wir normal an. So. Ja, ist gut. Unterstützung herbei. Ach, komm. Achso, du kannst normal angreifen.
So, und du, ach komm, greif auch nochmal an. Er ruft auch, was? Wieso rufen die die ganze Zeit immer wieder Unterstützung herbei? Das gibt's doch wohl nicht. So, egal, solange sie Unterstützung dabei rufen, ist das mir in Ordnung. Könnten wir mal einen Metallschleim rufen, oder? So, nebenbei bemerkt. Da ist der nächste. Oh, wieder kein Metallschleim. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, komm, kämpfen. Ach, darf ich wieder als erstes? Oh, sie ist dran. Na komm, dann machen wir einen Umschlag. Ist eigentlich die Positionierung, das habe ich mich schon von Anfang an gefragt, irgendwie relevant? Ich bin ja der Meinung, nein. Aber vielleicht ist auch da ja irgendwas, wo ihr sagt, die Positionierung ist schon wichtig. Und das ist der nächste. Oh, und der Drache wird auch gleich aufstehen. Ach schon, wieder kein Metallstein, meine Güte. Ihr seid gemein. Ach, Quadrahieb, komm. Machen wir euch ein schnelles Ende. Und weg. Unterstützung herbeirufen, ne? Genau. Komm, greif ihn normal an. Hat sich das auch erledigt. Ah, Kotterkäppchen. Dann brauche ich mir um den da keine Sorgen machen. Der hat nicht wirklich was drauf. Was, der will nicht schlafen? Nee, ich will nicht schlafen. Ich möchte mir endlich meinen Metallschleim haben. Angeschossen, getreten, geschlagen, alles. Halt. Bei ihr mache ich doch gerne wieder den Blitzstoß bei dem Dragonier. Da ist der nämlich weg. Du kannst normal draufschlagen. Hält einiges aus. Ja, warum greifst du gerade sie an? Ich meine, sie ist doch die Schwächste. Okay, sie ist die Heilerin, aber... Deswegen würde ich sie doch trotzdem nicht angreifen, oder? Oder werdet ihr auch so feige und würdet sagen, ach, da greift doch mal die Heilerin an. So, wir gucken mal ganz kurz, wie sieht es wieder aus mit den Attributen. Ja, viel ist da nicht mehr, was da fehlt. Also würde ich doch mal sagen... Wir gehen noch mal eine Etage tiefer. Ich glaube, hier hatten wir so schöne... Teile gefunden, denen man kämpfen konnte oder auch nicht. Nee. Verschiedenes. Geschickte Gruppenheilung. Wir haben jetzt hier keine gehabt. Ach, der kommt nach oben, genau. Ach komm. Ich weiß es. Ich habe irgendwie so einen gewissen Respekt vor denen, aber auch nur, weil man vielleicht mir auch falsche Informationen gegeben hat. Vielleicht sind sie ja gar nicht so stark, wie man behauptet. Ich meine, klar, 105 ist jetzt nicht gerade wenig, was er da gemacht hat, aber ansonsten ist nichts großartig was Schlimmes, ne? Hier sind auch nicht diese Spuckdinger da, diese Knopfdingerteile da. Diese Köderkäppchen. Oh. Ach, schon fast mal wieder ein Quadrathieb, den ich nutzen kann. In der Hoffnung, da endlich mal Level zu bekommen. Ach, warte mal. Reicht ja nicht normaler Angriff, ja. Knister.
Oh. Wobei es nicht so das Gelbe vom Ei, aber ist akzeptabel. 54. Wonderful. Hendrik steigt auf. Warum nicht Toplay? Fehlt dem ernsthaft immer noch Erfahrungspunkte? Oh, oh, Leute. Oh, yeah. Komm, und jetzt lass mich beide erwischen. Oh, er greift an, er greift an. Das ist schön. Und der andere auch. Ja, schön angreifen, schön an. Oh, yo. Oh, yeah, baby. Yeah. Ja, ja. Komm, wir fallen Stein Nummer A. Oder B. Einer ist schon mal weg. Wenn sie jetzt nochmal angreifen darf, wäre das richtig mega. Oh, der ist auch weg. Oh, verfehlt. Oh. Ja, sie darf nochmal. 60.000 Erfahrungspunkte müssten das jetzt sein. 61.938. Not bad. Oh, goodness. 50. 50. 49. Ja. Ja. Ich würde sagen, damit Mission eigentlich erfolgreich abgeschlossen. Das war jetzt einfach genau richtig gegönnt. Also ich glaube, besser ging es jetzt gar nicht. Beide sind nicht geflüchtet, beide sind da geblieben. Mega. Einfach sensationell. Na, komm. Sensationell einfach. Sensationell. Das heißt also rein theoretisch, wenn man richtig viel Glück hat, könnte man hier extrem schnell leveln. Und der nächste auf Stufe 50. Da lang. Ja, halt's Maul. Und stirb. Ach, sind zwei von denen. Okay. Ich weiß, der Blitzstoß wird verfehlen, aber wir probieren es trotzdem nochmal. Sagt schon, der verfehlt. Ich. Keine Ahnung, warum der verfehlt. Schnittiger Schlag auf den Zombie-Drachen. Boah. Odem der Weisen. Ist halt nur bei ihr. Das finde ich schade, dass sie das nicht bei allen einsetzen kann. Ungekräftigt. Am besten mit allen gekräftigt an den Start gehen. Das wäre geil. So, jetzt gucken wir mal. Attribute. 7200. Das ist ja fast schon wieder ein nächste Level up. Also. Wow. Da kann ich jetzt auch ein bisschen den Quadrathieb spammen. Aber ne, Blitzstoß, komm. Ja, gut, komm. Komm, was soll's. Erst bekräftigt. Hau den Quadrathieb raus. Was, der Drache lebt ernsthaft noch? Jetzt nicht mehr. 7000 Erfahrungspunkte, das heißt, das wird jetzt, glaube ich, noch nicht gereicht haben. Außer, dass Hendrik jetzt auf Stufe 50 ist. Aber nein, hat ja auch seine Gründe, warum ich jetzt nein sage. Denn wir wollen ja jetzt den Tor auch noch auf 50 kriegen. Warte mal, wie haben wir alle auf 49? Na gut, Bodo und Jade sind noch 49 und der Tor. Gehen mal kurz ein bisschen runter. Mal schauen, was wir hier noch haben. Da ist die Tür, wo ich noch nicht weiß, wie ich reinkomme.
unten sind noch ein paar Drachen. Ich denke mal, dass ich mit denen wirklich sehr gut fahren könnte jetzt. Hat 11. Hm? Ah, ist nur ein einzelner Zombie-Drache. Schade. Dann machen wir ganz normal klassisch platt. Und weg. Gibt jetzt leider nur 1000 Drachen. Aha. Ich habe A gedrückt. Oh, jedenfalls zwei Gegner. Das ist schon mal schön. Jetzt hätte die Fähigkeit wieder mit dem Blitzstoß auf den Dragonair. Wenn ich jetzt wirklich mit dem richtigen Skill, der richtigen Gruppenzusammenstellung und so weiter und so weiter und so fort zu dem Torwächter komme. Auch noch, wenn alle gekräftigt sind. Ach komm, nochmal Angriff reicht. Oder auch nicht. Thank goodness. Ja, da ist er jetzt endlich auf 50. So, dann gucken wir doch mal. Sind das nicht geile Werte hier? Sind das nicht geile Werte? Hammer. Sensationell. So, Angriffskraft mit Schwertern. So, Falkenhieb, Gigahieb. Kann ich noch nicht. Ich konnte den Konter bei Block und Parade machen. Das wäre natürlich jetzt sehr empfehlenswert. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal im Lichtbringer gucken. Geschick 8. Steigert das Geschick, heilige Schutzaura, Kräftigung. Charme. Hier machen wir mal Charme. Damit sind nämlich... Oh, Überraschung! Bonus-Talentpunkte erhalten, 10 Stück. Ja, moin! Das ist doch schön. Das Aktivieren von 20 Talentfeldern im Charakterbaukasten des Lichtbringers. Okay. Haben wir hier Vollheilung. Stellt die Lebenspunkte eines einzelnen Verbündeten wieder her. Okay. Und das andere ist Mega-Heilung. Stellt die Lebenspunkte aller Gruppenmitglieder vollständig wieder her. Wow. Magische Heilkraft plus 14. Das bräuchte ich ja dann nicht, ne? Also. Kräftigung. Gut, aber Geschick könnte ich jetzt nehmen. Damit würde mir dann Stärke wieder eröffnet werden. Macht natürlich dann auch Sinn. So würde das Sinn machen. Dann werde ich stärker. Gut, eigentlich hätte ich gerne auch die Blockparade gehabt, aber. Hm, ja, mache ich es halt so. So, Serena. Was hat denn Serena jetzt noch? Ja, tierischer He. Ich will eigentlich hier ungern reingehen, aber was habe ich denn hier? Angriffskraft mit Speeren, aber mehr kann ich jetzt hier auch nicht erhöhen. Das lohnt nicht. So, Hymne des Feuers, hier haben wir die ganzen Hymnen. Die heilige Hymne kostet 40. Gehen wir hier rein, hier haben wir alles erlernt. Das ist also Peitschen. Bei Peitschen wüsste ich jetzt auch nicht so wirklich. Ob hier irgendwo was ist, was... Angriffskraft mit Peitschen, Fesselriemen. Hier ist jetzt wirklich gar nichts, wo ich einsetzen könnte. Bei ihr sehe ich keinen Sinn. Jade. Jade waren jetzt Sachen, wo man rein theoretisch sagen könnte, okay, da ist was möglich, beispielsweise im Kickboxen. Hier zum Beispiel sehr sinnvoll, die Kräftigung zu steigern. Ich glaube, das mache ich auch. Ja. Attraktivität, klar. Ich hätte noch Charme jetzt erhöhen können und die Ausdauer. Und hier sind natürlich auch noch einige Sachen, wo ich hätte reingehen können. Aber nee, ich wollte das jetzt wirklich so bewusst haben. So, mit Schwertern, Angriffskraft mit Schwertern. Er nutzt keine Schwerter, das heißt, da kann ich schon mal raus. Die Parade.
Blockenspiel. Und Blockchance mit Schilden müsste ich erhöhen, damit ich das Ding dazwischen bekomme. Oh, das ist echt. Das ist gemein. Muss ich ehrlich gestehen, das ist wirklich gemein. Aber gut, dann muss ich das Doppelmoppel erstmal nehmen oder zweischneidiger Hieb. Ja, doch, warum eigentlich nicht? Nehmen wir den zweischneidigen Hieb. Schade. Gab keinen Bonus. Oh, das lässt sich blicken, Leute. Das lässt sich sehen. Dann gehen wir jetzt. Kartenmühle, Teleportation. Zurück nach Onsen. Gehen wir zurück nach Onsen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.